Die Gemeinderatswahl ist geschlagen. Die SPÖ, die Liste Patrick Rosner und die Grünen haben ein Mandat gewonnen, während die Liste Kammert voran zwei Mandate verloren hat und die FPÖ ihr einziges Mandat verloren hat. Jetzt sind wir bei Patrick Rosner. Die Wahl ist geschlagen, ein Mandat gewonnen. Zufrieden? Ja, doch. Also wir haben das Mandat schwer erkämpft. Die Erwartungshaltung war da, dass wir dazu gewinnen. Das haben wir erreicht. Wermutstropfen ist natürlich, dass jetzt eine Partei wieder alleine regieren kann. Aber der Wähler, die Wählerinnen haben entschieden und das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber ich wünsche den Siegern alles Gute. Also die SPÖ und die Grünen haben auch dazu gewonnen und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Und was planst du jetzt in den nächsten 5 Jahren? Naja, wir werden in der Opposition natürlich weiterhin darauf schauen, dass das passt. Also ich gehe davon aus, dass wir wieder im Prüfungsausschuss Vorsitz übernehmen werden, werden auf die Gemeindefinanzen schauen und hoffen, dass wir bei den Projekten zukünftig mehr mitsprechen können. Danke. Jetzt sind wir bei den Grünen. Da ist die Wahl eigentlich wirklich schön ausgefallen. Wie zufrieden seid ihr mit der Wahl? Wir sind natürlich zufrieden, wir konnten unsere Mandate verdoppeln. Wir haben jetzt 2 Gemeinderatssitze. Ich bin stolz darauf, einen davon einzunehmen. Und ja, wir sehen das Wahlergebnis einfach als Auftrag, in den nächsten 5 Jahren da zu sein und zu schauen, was die Regierung macht. Ja, es sind im Gemeinderatswahlkampf grüne Themen sehr oft genannt worden. Wir werden darauf schauen, dass die auch eingehalten werden. Wir freuen uns, viele grüne Themen umzusetzen. Stichwort Radwege, Stichwort öffentlicher Verkehr, Stichwort Schulen. Und ja, wir werden eine gute Kontrolle liefern und unsere Mitarbeit anbieten und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Aber bevor ich es vergesse, dein Name ist? Claudia Meyer. Danke. Und die haben ein Mandat gewonnen, eines. Aber was hat das bewirkt? Ein wichtiges. Wir haben jetzt 11 von 21 Mandaten und damit die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Das war unser Ziel, wir haben es erreicht und damit sind wir super happy heute. Was habt ihr jetzt für die nächsten 5 Jahre vor? Politik für Grammert-Neusel machen, Grammert gestalten, Grammert-Neusel weiterentwickeln im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger. Und bei der Zusammenarbeit mit den anderen Parteien? Da werden wir uns bemühen, in Gespräche zu treten und zu schauen, dass wir eine vernünftige Basis finden. Die Kollegen von den Grünen sind schon da. Das sehe ich als positives Signal. Ich hoffe, wir werden mit anderen Fraktionen ebenso gut zusammenarbeiten. Danke. Bitteschön.